Hallo YouTube, das sind die vierten YouTube-News und ja, letztes Mal war es ein bisschen frauenlastig, darum werden wir heute ein anderes Thema machen. Und zwar heute geht es um die Gamer und die Let's Player und da schauen wir mal kurz rein. Ja, der erste Kanal dieses Monat, was ich euch vorstelle, und zwar das ist Quizu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hoffentlich kriege ich da keine Rüge oder irgendwas anderes. Und zwar, was sind seine aktuellen Projekte? Und zwar, das ist GTA 3 und was mir ganz besonders gefällt, ist Resident Evil 5, weil dieses Spiel habe ich selbst gezockt bis zur Unendlichkeit. Ja, was mich einfach fasziniert, sind diese Hammer-Kommentare, was er immer abliefert bei diesen Let's Plays. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Link für euch unten in der Videobeschreibung. Ja, was hat er jetzt schon alles erreicht? Und zwar hat er jetzt über 440 Abonnenten schon erreicht. Ja, und dann hat er noch irgendein anderes Projekt, und zwar das ist irgendwie so Super Mario World, aber irgendwie mit Geistern und noch mehr gruseliger und noch viel schwieriger. Also schaut hammerhart aus, also eher nicht so meins, aber Resident Evil, das kann ich euch ans Herz legen, da sind echt hammer Parts dabei zum Reinschauen. Ja, gehen wir mal rüber zum nächsten. Ja, der zweite Kanal dieses Monats, und zwar das ist Reanimation, ein ganz junger Kanal, erst vor kurzem gestartet, und zwar was sind seine aktuellen Projekte, das ist Super Mario World 1, und zwar für den Super NES. Er ist jetzt kurz davor, das dritte Castle, also sprich die dritte Welt zu schaffen. Dann wird es ein bisschen knackiger, weil ich habe selber mal gespielt und ich hoffe, dass er sogar noch in die Star Road kommt und die auch noch schafft. Ja, sein zweites Projekt, Sonic Generation. Ja, das hört sich recht gut an. Ich bin zwar nicht so der Sonic-Fan, aber ich schaue trotzdem gerne zu, weil da kommen einfach die ganzen Generationen von Sonic zusammen in diesem Spiel. Recht super zum Anschauen, kann ich euch empfehlen. Link von seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Und was gibt es zu ihm noch zu sagen? Ja, er bringt regelmäßig seine Videos raus, hat jetzt schon 25 Abonnenten, also es ist richtig rasant nach oben gegangen mit seinen Abozahlen. Ja, schauen wir mal, wie es in ein paar Monaten bei ihm ausschaut, und ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Ja, das nächste Thema ist, und zwar, es gibt wieder ein YouTuber-Treffen in Österreich, und zwar diesmal nicht im Prater, sondern am Handelskai ist der Treffpunkt, das heißt bei der wunderschönen Donau. Und wer veranstaltet das wieder? Das ist die Mrs. Reddy, die hat es beim letzten Mal schon veranstaltet oder zumindest organisiert oder ausgemacht und so weiter. Diesmal ist es am 23. August um 13 Uhr geht's los. Und ja, jetzt wird es noch abgestimmt auf einer Facebook-Seite, die was ich unten einblende, um was dann genau gemacht wird bei diesen YouTuber-Treffen. Dabei steht, gehen wir zusammen ins Kino oder besoffen wir uns alle hemmungslos, natürlich ohne Kamera. Oder einfach nur beisammen sein und ein gemütliches Grillen, Chillen und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rüber zum letzten Thema. Ja, Google Plus, das ewige leidige Thema, und zwar die Verknüpfung mit Google Plus und YouTube. Viele Gegner hat es gegeben, viele Befürworter. Ich habe mich damit angefreundet, aber jetzt gibt es wieder was Neues zu berichten, und zwar die Klarnamenpflicht ist jetzt gestrichen. Das heißt, ich kann jetzt einen Pseudonymnamen nehmen. Ich muss jetzt nicht mehr mit meinem richtigen Namen Karl Mayer heißen, sondern ich kann es natürlich auch anders heißen. Ich kann irgendeinen Fake-Namen, einen erfundenen Namen nehmen. Bin gespannt, ob sich das wieder durchsetzt, wie viel böse Kritik es wieder geben wird oder nicht böse Kritik oder Befürworter, Gegner und so weiter. Was sagt ihr zu diesem Thema, zu den Pseudonymnamen, was jetzt erlaubt sind? Schreibt es mir unten in die Kommentare, und ich würde sagen, das waren jetzt wieder alle Themen, das waren die vierten YouTube-News, und gehen wir mal rüber auf die Endcard. Aber wir sind wieder auf der wunderschönen Endcard, aber was rede ich überhaupt? Draußen ist viel schöner, die Sonne scheint. Geht hinaus, genießt den Sommer, die Sonne. Und sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, und was gibt's noch zu sagen? Ja, genießt den Sommer, raus in das Freie und bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa.